Die Ente vom Lehl. Das ist die berühmteste Gastronomie-Treppe der Welt. Wie sollte der Wein gelagert werden? Wie die Weinkarten damals gemacht worden sind. Weißweine schwarz gedruckt und die Rotweine rot. Der Name stammt aus München, nach dem Stadtteil Lehl. So, was ich euch jetzt hier mal zeigen will, das war ganz toll. Das war das Typische, was der Hans-Peter Bodatz gemacht hat. Erklärt er, wenn er sich hier verewigt, muss er sehr viel Geld bezahlen. Das haben die gemacht. Und damit fing das Sponsoring der Gastronomie richtig an. Eine offene Flasche Wein lässt sich unterschiedlich lagern, je nach Gattung und Sorte. Zum Beispiel bei Weißwein ist es gar kein Thema, dass man einen Wein ruhig wieder nach dem Öffnen, wenn man ein, zwei Gläser getrunken hat, wieder verschließen kann, den Kork draufsetzen kann und für mehrere Tage im Kühlschrank aufbewahren. Und dann ist der Wein immer noch sehr, sehr, sehr gut. Bei Rotwein wäre ich da ein bisschen vorsichtiger. Die Flasche, die ich abends öffne, würde ich auch immer trinken. Es gibt natürlich Weine, die man sehr lang dekantieren, also öffnen muss. Also sagt man, Weine früh öffnen, umfüllen ein Gefäß. Das kann auch sehr gut gehen, dass man so einen Wein mal eineinhalb, zwei Tage halten kann. Aber das ist dann mehr bei jüngeren Weinen der Fall als bei gereiften. Es gibt natürlich immer einen Haupteingang, aber ich gehe immer den Seitentrag, weil es bequemer ist. Tolles Buch. Welche Temperatur ist richtig? Das ist ganz unterschiedlich. Bei Weißwein würde ich immer sagen, man trinkt ihn gerne bei 6 bis 8, auch vielleicht bis 10 Grad. Es gibt aber Weißweine, die wunderbar in größeren Gläsern, also zum Beispiel auch ein Chardonnay, der gereift ist, vielleicht bei 12 bis 14 Grad zu trinken ist. Dagegen Rotwein, den man ja immer sozusagen zu Zimmertemperatur, das war früher immer mit etwa 18 Grad gemeint, gerne auch bei 16 Grad oder 15 Grad trinken könnte. Zum Beispiel bei spanischen Rotweinen, Tempranillos, passt die Temperatur mit 15 Grad perfekt, weil die Weine nur die Frucht etwas mehr eingebunden wird und eleganter kommt. Ganz toll ist natürlich auch mal ein Rotwein vielleicht bei 12 Grad zu trinken, wenn er zum Beispiel im Sommer getrunken werden soll. Wenn man ihn zum gebratenen Fisch oder zum ganz einfachen Fleisch zu trinkt, ist es wunderbar. Jetzt kriegt ihr mal Geschichte der Ente zu hören. So, also, damit wir hier sind, was wir hier haben. Das ist die berühmteste Gastronomie-Treppe der Welt. Weil hier sind alle großen Chefs der Welt schon mal runtergelaufen, hochgelaufen, weil sie zu Gast waren hier in diesem Restaurant. Und was macht dieses Restaurant aus? Nicht nur, weil es eines der schönsten Restaurants, allein wenn man die Deckenbemalung von Herrn Maus sieht, die hier oben zu sehen ist. Wichtigste, was dieses Restaurant macht, das kulinarische Erbe, was hier rauskommt. Nämlich, wie damals Hans-Peter Bodatz hier mit Frau Bodatz das Restaurant aufgemacht hat. Die Ente vom Lehl. Gab es weitestgehend in deutschen Restaurants keine deutsche Weine auf den Weinkarten. Und hier hat man das Thema Wein explizit so gelebt, dass es damals einer der größten und besten Weinkeller war, die es Europa oder weltweit gab und einer der größten Weinkarten. Und das Ziel war, trockene Weine in Deutschland zu finden, die gab es nicht. Und damals hat man es nicht verstanden, warum man trockene Weine braucht. Nämlich, es waren die idealen Essensbegleiter dieser Küche, die hier gekocht worden ist. Nämlich die Auslöverin der Nouvelle Cuisine. Es gab so drei, vier große Restaurants. Das eine war die Aubergine in München, das Tantris, die Schweizer Stuben und die Ente. Später kam natürlich Herr Wohlfahrt mit der Traube Thombach dazu. Aber was hier signifikant entscheidend war, dass man hier in der Nähe von dem Rheingau und Wiesbaden als Hauptstadt des Sektes versucht hat, in Dialog mit den Winzern zu treten. Und das Glück war, dass ich damals mit meinen 19, 20 Jahren als Chefsommelier da volles Vertrauen von Herrn und Frau Bodatz hatte und mit den Winzern sprechen konnten und sagte, Jungs oder Mädels, könnt ihr uns den Wein so machen, wie wir gern hätten? Und es war natürlich sehr verwegen, weil du kommst als junger Mensch zu denen und sagst, du willst einen anderen Wein als das, was sie machen und können. Und da muss man natürlich Geschmacksbilder entwickelt werden. Und das, was ich gemacht habe, habe aus Frankreich einen Wein, der aus dem Elsass kam, den berühmten Clos an Hün genommen und habe den ihn einfach mal serviert und habe gesagt, wenn ihr so einen Wein reproduzieren, also bauen, geschmacksmäßig entwickeln könnt, dann kommen wir sofort ins Geschäft. Und siehe da, es ist uns gelungen, relativ schnell viele Winzer zu motivieren, nach unseren Fasson diese Dinge zu machen. Und da gibt es große Beispiele, die heute sehr erfolgreich sind, wie zum Beispiel Paul Fürst, der den ersten trockenen Riesling, den Zent Grapenberg 1982 mit 1200 Flaschen von uns ausgebaut hat. Und im Grunde ist hier das Selbstbewusstsein des trockenen deutschen Weins entstanden. Und es ist hier ausgegangen, was hier für alle entscheidend war. Weil wer damals auf dieser Karte war,
der hat einfach signifikant auch Geschäft entwickelt. Und das war die Benchmark für alle anderen großen Restaurants in Deutschland, die später mit deutschen Wein was gemacht haben. Wie sollte der Wein gelagert werden? Also immer erstmal mit Liebe und Sorgfalt. Wein ist ein Lebensmittel und Lebensmittel zum Leben sind Mittel, wo man auch sagen, man achtet drauf. Und ich glaube, wenn man die Weine dunkel, kühl und kalt und aber auch in dem Sinn auch, ich sag jetzt mal, auch feucht lagert, tut das dem Wein allgemein natürlich viel, viel, viel besser, als wenn man sie einfach irgendwo in einem trockenen Regal in der Seitenwand stehen lässt. Das tut dem Wein in der Regel nicht sehr gut und zerrt ihn aus. Das ist zum Beispiel der berühmte Tagesweinkeller von der Ente. Was ich euch zeigen möchte, ist natürlich, wie die Weinkarten damals gemacht worden sind. Das Besondere ist, dass wir diese damals mit Bleisatz gesetzt haben. Und das war ein Riesenaufwand, weil Bleisatz ist jeder einzelne Buchstabe. Und ich musste damals zu dem Drucker hinfahren, weil er nicht der französischen Sprache mächtig war, übrigens ich damals auch nicht, und musste ihm helfen, die einzelnen Wörter von den Etiketten immer zu zeigen, damit man es richtig schrieb. Also wenn dann stand Chambard dann von der Domaine Truchot oder von der Domaine Pierre Bonnel oder von Louis Latour. Und wir haben damals etwas ganz Tolles gemacht. Wir haben die Weine nach Jahrgängen sortiert, was eigentlich logisch ist, und haben die Weißweine schwarz gedruckt und die Rotweine rot und die Rosés rosa. Und die galt damals als einer der wichtigsten, größten Weine. Und ich kann euch sagen, hier sind Weine getrunken worden in Menge, in Qualität. Das wird es nie mehr geben. Und das findet auch in keinem anderen Restaurant in Deutschland sowas statt, weil diese Zeiten sind halt früher gewesen. Weil natürlich muss man sagen, dass die Weine ganz andere Preise haben als heute. Das war verrückt. Es war ein Boom. Es war toll. Und ich bin dankbar, dass ich das als junger Mensch so hab intensiv erleben dürfen. Well, I don't mind the slow down anymore. I don't mind the sound of my shoes on your floor. I don't mind selling out or playing cover song. Just as long as friends and family sing along. And I don't need more money or faster car, nah. Don't need a magazine to call me a superstar. Welcher Wein, für welches Glas? Ach, das macht das Leben manchmal schwer. Obwohl ich glaube, dass man mit 2, 3, maximal 4 Gläsern wunderbar klarkommen kann. Ich glaube, es gibt altbewährte Gläser, die auch ein Vorrang sind für einen Rotwein und Weißwein. Natürlich gibt es Unterschiede, wenn man zum Beispiel einen Chardonnay oder einen großen Rotwein trinkt, dann sind bauchige Gläser schon nützlich und auch vor allem wirkt der Wein dort anders in dem Gefäß. Aber im Grunde komme ich mit dem Champagnerglas aus, mit dem jungen Weißweinglas aus, wo ich auch kleine Rotweine trinken kann. In großes Bordeaux-Glas, wie man das sagt, kann man auch vor große Weißweine trinken und dann vielleicht noch ein Wasserglas. Das ist jetzt hier die Ente, das ist mein Wohnzimmer. Und natürlich ist es immer sehr berührend, wenn man wieder hier zurückkommt. Aber es ist auch natürlich auch schwierig, gerade am Anfang, wie ich sehr jung hier war und bin mit 23 dann Weinhändler geworden, da war das schon nicht schwierig, hierher zu kommen, weil viele natürlich auch schon etwas, neidisch auf mich hingeschaut haben, was ich alles so machen würde.